Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Wir schauen uns heute Tovaga Among Shadows an. Den Key habe ich netterweise vom Entwickler, Publisher, wie auch immer, zur Verfügung gestellt bekommen, um euch das Spiel zu zeigen. Und leider gibt es hier keine Einstellungen. Man drückt hier rauf und sofort geht's los. Deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass der Sound hinhaut und auch alles andere. Und dass wir im Spiel dann vielleicht nochmal kurz anpassen, wenn wir soweit sind. Wenn da noch ein Einstellungsmenü kommt. Was für eine schöne Nacht. Ui, gar nicht laut. Oh, da bist du ja. Bereit, Monster zu exorzieren? Ah, okay, jetzt. Okay, gut, dann würde ich gerne tatsächlich noch... Oh nee, ganz aus nicht. Wie, ich kann es nicht leiser machen, nur aus? Oh, ich hasse sowas. Na gut, und was haben wir hier? Hoch, hoch, an, 60 FPS, ja, alles super. Okay, gut, dann lassen wir das. Ich hoffe, Musik ist okay. So, hier kann ich noch nichts machen. Wir Einzelspieler. Ja. Ach cool, wir können das auch mit jemandem zusammenspielen. Und wie spiele ich jetzt? Achso, gut. So. Story-Modus. Es gibt keine bessere Nacht für einen jungen Lichtträger, um den Weg des Erleuchteten zu beschreiten. Oder Überlebensmodus. Beherrsche das Licht und versuch so lange wie möglich zu überleben. Nee, hier, ne? Wir wollen noch Story haben, denke ich. Was ist das? Neu beginnen? Ich, keine Ahnung. Ja. Von vorn beginnen. Du verlierst deinen... Hä? Ich hab doch noch gar keinen. Okay, dann. So? Nee? So? So. Mensch, schon schwierig in das Spiel überhaupt reinzukommen. Das ist das ganze Spiel. Das ist das erste Rätsel, das man lösen muss. Wie kommt man ins Spiel? Grafisch finde ich das schon extrem geil. Unsere Reise beginnt nun. Du musst die 5 Schreine läutern, um das Licht in Azkala wiederherzustellen. Oh, was bist du denn, Putziges? Spielanleitung. Um dich zu verteidigen, kannst du den Lichtstrahl per Linksklick aktivieren und dich bewegen der Maus auf Monster lenken. Ach, das ist ein Monster. Oh, das ist mein Haustier. Ja, schön. Sonst noch was? Huch. Wir sind fast da. Gut gemacht. Du hast deinen ersten Zauber Windstoß freigeschaltet. Nutz ihn, indem du die Spezialtaste drückst. Die Leertaste. Zauber kosten 1 Mana und können im Profilbereich verwaltet werden. Okay. Oh, jetzt kann ich nicht mehr. Verdammt. Jetzt. Okay, man hat scheinbar eine Abklingzeit. Bam. Okay, also die Kampfmethoden sind schon nicht schlecht. Schon ziemlich cool. Großartig. Das Licht strömt mit Leichtigkeit in dir, Chimu. Wir sollten aufbrechen. Der Schrein ist nicht weit. Ich warte in Luhan auf dich. Möge das Licht dir den Weg weisen, Chimu. Erfolgreiche Prüfung, Lichtbringer, Phase geschafft. Das war der Prolog. Neues Monster enthüllt, die Krabbler. Ja, cool. Erfahre mehr. Krabbler sind ruchlose Kreaturen, die Azkala seit Anbeginn der Zeit besiedeln. Sie trachten danach, alle Lebewesen zu verschlingen und verstecken sich im dichten Dschungel von Sol-Yun, von wo aus sie jede lebende Seele angreifen, die sie treffen. Wirbler, erfahre mehr. Diese Geißeln des Himmels verfinstern den Tag mit ihren verdorbenen Schwingen. Die Ahnen nannten die Wirbler den Himmelsschleier, weil sie das Licht so effizient vom Boden fernhalten. Seit der Entstehung des Aufbrechrituals findet man sie nun selten in der Wildnis. So, wir haben Punkte bekommen. Aha. Fortfahren. Gut, das war der Prolog. Was kommt nun? Der Profilbereich ist verfügbar. Sehr schön. Und der Kodexbereich auch. Und der Prüfungsbereich. Gut.
Und du? Nein, nein. Du schlägst dich ganz gut. Nicht großartig, aber ganz gut. Okay. Profilbereich. Währung, ja, okay. Zauber und Ausstattung. Zauber. Ja. Okay, wir haben nur den. Mehr haben wir nicht. So. Codex haben wir Bestarium und Ikals Tagebuch. Da ist nichts drin. Na gut. Und Prüfungen? Storyprüfung und Sammelprüfung. Okay. So, wie mache ich weiter? Früher nannten mich die Leute Bärenvogel. Dieser Spitzname gefiel mir. So, ich würde jetzt gern weiter. Phase Nummer 1. Ja, ich würde gern. Geht's jetzt so weiter? Ich habe keine Ahnung. Oder fange ich jetzt schon wieder mit dem Tutorial an? Ich glaube nicht. Sieh an, wer da gekommen ist. Du willst wohl in die Fußstapfen der Helden unseres Stammes treten? Was für ein edles Unterfangen. Ein zutiefst aussichtsloses würde ich zum jetzigen Zeitpunkt behaupten. Aber was weiß ich schon. Jedenfalls habe ich gerade keine Zeit für dich, aber vielleicht finden meine Diener Gefallen an dir. Mhm. Noch ist es sehr simpel. Das wird aber wahrscheinlich schnell anders werden. Nehme ich mal an. Creeper und Swarmer. Oh! Na, weg mit euch. Ich hebe mir den Windstoß lieber für brenzlige Situationen wie eben auf. Ah gut, das war nicht so brenzlig, aber okay. Halt. Oh Gott, das wird jetzt aber viel hier. Oh, scheiße. Den habe ich ein bisschen inflationär gerade benutzt. Na, haben wir's? Nee. Jetzt. Sehr schön, geschafft. Du hast ihre Seelen befreit. Schwärmer. Erfahre mehr. Diese Missgeburten der Leere bevölkern den Himmel überfordert. Von der Leere haben sie sich in lebende Bomben verwandelt. Sie sehen sich nach der Leere und können nur in den entlegensten Orten von Azkala gefunden werden. Okay. Die Kriecher. Diese bösartigen Kreaturen sind die Schwächsten der Meute und haben Schwierigkeiten, mit der leeren Energie in ihrem Inneren umzugehen. Sie werden von dem Verlangen angetrieben, von ihrem Schmerz befreit zu werden und stürmen auf alle Lebewesen zu, die ihre niederträchtigen Herzen vernichten wollen. Relikte der Vergangenheit. Ein neuer Tag, eine neue ermüdende Pflicht. Ich verstehe, dass jemand vor dem Aufbruchsritual über die Toten wachen muss. Und ich tue es gern, aber ich habe genug von dem unsinnigen Geschwätz meines sogenannten Meisters. Die alten Bräuche sind heilig, stell nicht alles in Frage. Selbst zu denken ist keine Sünde. Seine Sturheit ist mir unverständlich und diese Maskerade ist nichts als eine austauschbare und überholte Einstellung. Ja, weiter. Hopp, hopp. Mehr. Phase Nummer 2. Okay, das ist schon irgendwie cool. Muss ich zugeben. Erst dachte ich so einfach, damit rumstehen und gegen Gegner kämpfen, das wird ein bisschen langweilig, aber irgendwie. Ein bisschen Tower Defense mäßig. Nur ohne Tower. Aber man merkt auch schon, es zieht schon ein bisschen jetzt an. Also es kommen mehr Gegner, man muss das ein bisschen besser timen, habe ich das Gefühl. Ich time einfach gar nicht gut, habe ich das Gefühl. Okay. Beeil dich. Was? Oh Gott. Mach ich hier das Richtige? Ich glaube. Oha. Oha, oha. Okay, das war cool. Was auch immer das war. Geschafft?
Ja! Oha, was jetzt? Ah, Phase geschafft. Sehr gut. Nächste. Der Schrein hat dich gesegnet. Er hat dich in den Himmel erhoben. Entlege dich der fliegenden Wesen und schließe das Läuterungsritual ab. Okay, beweg dich mit dem Bewegungstaste und schieße mit der Maus das Licht und muss obsiegen. Ach cool, wir können uns doch bewegen. Okay. Ich dachte, wir stehen nur rum. So rumstehen hätte ich besser gefunden. Jetzt muss ich ja auch noch gucken, wo ich hinfliege. Oh je. Soll ich irgendwo bestimmtes hin? Ich weiß nicht. Oha. Weg mit euch. Na, da war noch eine. Ich glaube, ich bin ja eingekesselt, ne? Wenn ich das richtig sehe, glaube ich, komme ich hier nicht weg. Oh, das war nicht gut. Oh, ja, den hätte ich gerne. Ui. Ich mit euch. Oha, jetzt wird's aber... Aua. Gar nicht so einfach, hier mit dem Rumschweben gleichzeitig. Erfolgreiche Prüfung in den Wolken. Das Licht hat dir die Gabe des Fliegens verliehen. Oh, Überlebensmodus haben wir jetzt auch noch. Okay. Du kannst diesen Modus jetzt vom Spielmenü aus starten. Ja, cool. Noch ein Flugmodus können wir auch starten. Mhm. Geschafft. Weiter. Immer weiter. Himmel von Soljun. Phase Nummer 4. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir sterben. Ob wir dann alle Phasen nochmal von vorne begehen müssen. Also wieder bei Phase 1 halt. Könnte gut sein. Wenn das so woke-like ist. Oha, jetzt wird's aber... Hecke, neue Fähigkeiten. Okay, das war witzig. Also wenn man es selber spielt, macht es echt viel Laune. Weiß nicht, wie es beim Zugucken ist. Beim selber spielen ist es cool. So, auch diese Phase haben wir geschafft. Sehr gut. Weiter. Phase Nummer 5. Oha. Oha. Oh Gott. Ganz halt, irgendwann werden wir einfach draufgehen, ne? Weil uns einfach die Fähigkeiten wahrscheinlich fehlen. Nehme ich mal an. Und dann geht es wahrscheinlich gar nicht anders, als drauf zu gehen. Eben wie es auch bei Roguelike sonst ist. Irgendwann stirbt man halt, wenn man nicht mehr gefunden ist. Okay. Ich dachte, wir gehen drauf. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll hier. Beeil dich, ein Seelenriss erscheint. Okay. So. Oh, geschafft. So, Seite 2, die alten Bräuche. Jeden Morgen besteht mein Meister darauf, dass wir gemeinsam beten. Das Gebet ist immer dasselbe. Wenn ein Kalarianer stirbt, wiege seine Seele. Wenn es Schmerz bleibt, wird die Seelenbestie brüllen. Ach, wenn es nur doch nur wahr wäre. Seelenbestie erscheinen kaum und die habe ich eine. Und nie habe ich eine brüllen gesehen, von jeder anderen Feindseligkeit ganz zu schweigen. Deswegen gibt es Masken. Gefühle werden beseitigt, damit der Dialog beherrscht, vorherrscht und die Bestie endlich schlafen kann. Okay, weiter! Oh, hi. Das war ein beeindruckendes Zeugnis deiner Widerstandsfähigkeit, muss ich sagen. Aber welchen Zweck hat solch eine Tapferkeit, wenn es nichts mehr zu retten gibt? Ja, das weiß ich auch nicht. Oh je. Bosskampf? Ich kann nicht wegrennen davor, glaube ich. Kann ich... Ah, ich kann es abschießen. Okay. Verstehe. Wir müssen die Kugeln abschießen. Gut, das habe ich leider zu spät gerafft. Haben wir es geschafft? Echt? Oh!
Die Stammesangehörigen zu töten und die Insel zu verwüsten war äußerst banal und mühelos. Wenn du mir eine richtige Herausforderung bietest, haben wir vielleicht sogar Spaß. Ja, vielleicht. Also, ich hatte Spaß. Yay! Ich glaube, sind wir durch? Okay, das bringt nichts. Ich wollte es mal ausprobieren. Das auch auflädt. Okay, Schneegestöber, neuer Zauber. Beschwöre einen Eisstrahl, der einfriert. Ja, cool. Das Key der Illusionistphase geschafft. Ich würde jetzt gerne erstmal Zauber. Wie benutze ich den denn? Warte mal. Ja. Ah, der ist jetzt einfach ausgewählt, oder wie? Also den habe ich jetzt nicht mehr, sondern den? Nochmal gucken. Zurück. Fortfahren. Geht's jetzt einfach... Ah nee, jetzt komme ich wieder hier hin. Okay. Ja, du bist zurück. Das bedeutet, dass du den ersten Schrein läutern konntest. Einer geschafft, noch vier übrig. Unsere nächste Prüfung wartet. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, um den Inventar sowie deine Fähigkeiten und Zauber durchzusehen und mehr über die Insel und die Bewohner zu erfahren. Okay. Kennst du gute Witze? Mein Repertoire ist ziemlich begrenzt. Nee, gar nicht. Sorry. Überhaupt nicht. Profil. Habe ich denn Ausrüstung? Was ist das? Achso, ich kann dich verbessern für dich. Oh. Geschwindigkeit deiner Lebenswiederherstellung. Ja, geil. Nehmen wir. Was haben wir noch? Erhöhe deine gesamten Mana-Punkte? Ja, auch gerne. Bam. Kann ich mir noch was leisten jetzt? Erhöhe die Geschwindigkeit deiner Mana-Wiederherstellung. Erhöhe deine Strahlgröße. Erhöhe den Strahlschaden. Gesamte Gesundheitspunkte. Ich mach mal hier Strahlschaden. Eins können wir noch hier. Dann noch die Größe. Auf die Größe kommt es ja bekanntlich nicht an, aber egal. So. Okay, dann, ja, weiter. Kann ich jetzt Teil 2? Nach Vollendung des ersten. Habe ich doch, oder nicht? Warte, gucken wir mal. Ah ne, wir sind von sie. Was? Wir sind Phase Nummer 7 von 42. Okay. Na gut. Dann los. Ich hoffe, ich habe jetzt den Eisstrahl. Ah, da sieht ja geil aus hier. Nanu? Zauberer! Ein Mann der wenigen Worte. Ja doch, da oben wird ein Eisstrahl gezeigt, ne? Wenn ich das richtig sehe. So, Nanu? Oh, das geht ja gut los hier. Oh, wow. Okay, das war cool. Aber ich mag eigentlich den Schutzschild trotzdem mehr. Weiß ich nicht. Ob ich das jetzt besser finde hier? Ich glaube nicht. Halt. Oh Gott. Beim Schutzschild treffe ich halt alle um mich rum. Das hier halt nicht. Okay, das kann ich aber öfter nutzen, oder? Oh Gott. Hey, los! Wieso sind das so viele? Oh Gott, ich bin gleich tot. Ja, ich glaube, mit dem Schutzschild komme ich besser klar. Okay, wir haben es geschafft, aber puh. Mhm, der Zauberer. Zauberer sind wilde Kreaturen, die leere nach ihren Bedürfnissen und Formen gestalten können. Die leere Energie, die sie sammeln, verwandelt sich in kreisförmige Wirbel, die der armen Seele, die dieser Fluch trifft, schreckliche Schmerzen zufügen. Okay, komm, weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich würde sagen, wenn ich sterbe, machen wir erstmal Ende, oder? Dann wäre für mich das angezockt durch. Wenn ich es jetzt tatsächlich schaffe, in 3 Stunden nicht zu sterben, haben wir ein Problem. Aber ich glaube, das wird gleich irgendwann passieren. Wenn ich mir das hier so angucke. Oh, da.
Oha, oha, oha. Oh, jetzt geht's aber los hier. Ich kann hier, glaube ich, nicht wechseln, ne? Auf unseren Schutzschild. Ich glaube nicht. Oh, wow. Okay, wir haben es geschafft. Okay, okay. Doch, ich könnte jetzt auf Profil. Aber komm, wir machen weiter mit dem. Ebene von Galerung. Nein, jetzt sind es zwei. Was ist denn los hier? Ach du Scheiße. Okay. Oh Gott, jetzt wird's aber. Ja, wie wär's mit noch ein paar Viecher? Ich bin mir ein bisschen unterfordert, ehrlich gesagt. Da können ruhig noch 50 sein. So, jetzt aber. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Na, jetzt haben wir's. Ja, oh Gott. Okay, Mensch. Das war. Oh je, oh je, oh je. Na komm, schnell. Gott, wir sind fast tot. Oh Gott, das war ja ein knappes Ding gerade. Wir haben es fast nicht geschafft. Puh. Okay. Ja, ja. Weiter. Was soll ich tun? Was zur Hölle? Okay. Was? Das? Oh Gott. Ja, nee, das wird bestimmt. Da war, glaube ich, keine Chance. Ich glaube, da muss ich erst noch ein bisschen uns skillen, oder? Da werden wir noch ein paar Runden brauchen. Glaube ich. Oh Gott. Geht weg. Scheiße. Was ist denn los? Ich weiß gar nicht mal, was ich machen soll. Wenn ich wegrennen könnte. Ne, da sind ein paar Kapeister gegangen. Das war auch krass. Ah, das war schon echt hart. Das war paar. Ja, okay. Einmal Profil. Ja, ich glaube, wir müssen halt, um das zu schaffen, muss man sich hier echt halt Schritt für Schritt durch verbessern. Und dann. Oh, einen Punkt hätte man sogar noch verbessern können. Aber ich würde sagen, reicht, oder? Ich glaube. Warte mal. Ich will mal ins Hauptmenü, damit es ein bisschen ruhiger ist. Ah, ist schon ziemlich cool. Muss ich sagen, also Grafikstil mega. Finde ich richtig ansprechend, tatsächlich, dieser Comic-Stil gerade. Sieht sehr schick aus. Musik ist mega dazu. Und ja, ich weiß nicht. Also macht echt Spaß. Also cooles Gameplay. Ist nicht das, was ich normalerweise spiele, aber eigentlich doch ziemlich cool gemacht. Also ist so ein schönes Spiel, was man mal so zwischendurch einfach nur irgendwie, ja, um Fun zu haben quasi. Einmal Gegner abschlachten, also sich verbessern, halt wie bei Roguelike halt, ne? Du musst irgendwann draufgehen, weil irgendwann bist du einfach nicht mehr gut genug für die Massen. Ja, dann gibst du halt aus, was du bekommen hast an Punkte, verbesserst dich und dann beim nächsten Mal kommst du halt wieder ein Stück weiter und wieder ein Stück weiter. Roguelike-Prinzip. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Nicht, also würde ich jetzt nicht im Let's Play spielen, weil dafür bin ich einfach noch nicht gut genug und habe auch nicht so die Geduld. Aber ich glaube, vielleicht konnte ich ja den einen oder anderen hier begeistern. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem coolen Spiel hier haltet und ob ihr es euch vielleicht sogar selber holt. Und ja, dann hoffe ich, bis zu einem nächsten anderen angezockt. Also, bye bye.